Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man in Canvas Bilder exportieren kann, damit sie auch webtauglich sind. Denn es ist mir aufgefallen, dass viele Leute wohl Canva verwenden. Ich persönlich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Canva. Ich sage meinen Kunden immer, kauft die Affinity Suite oder Photoshop oder sonst ein professionelles Bildbearbeitungstool und nicht Canvas. Aber es gibt viele Leute, die sagen, sie möchten lieber mit Canva arbeiten. Jetzt habe ich aber mehrere Fälle gehabt von Kunden, die wirklich mit Canva gearbeitet haben, die sich beklagt haben, dass die Webseiten immer langsamer wird. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und habe dann ziemlich schnell gesehen, dass die Bilder, die sie hochgeladen haben, so locker zwischen 1 Megabyte und 10 Megabyte groß sind. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr 10 solche Bilder auf der Startseite habt, ja, dann sind das schnell mal 100 Megabyte, die die Webseite zuerst laden muss, bevor sie wirklich komplett angezeigt wird, und somit wird sie auch ziemlich langsam. Und das ist ja ein bisschen blöd. Ich habe sie dann gefragt, ja, warum sind deine Bilder so groß? Warum machst du die nicht fürs Web optimiert? Und dann habe ich herausgefunden, dass sie wirklich die Empfehlung von Canva befolgen und denken, sie sind damit auf dem richtigen Weg. Und damit dir das nicht passiert, zeige ich dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt hier in Canva und ich sage immer, wenn ihr Bilder vorbereitet für eure Webseite, dann macht sie direkt in diese richtige Größe. Also macht nicht irgendwie ein Querformat oder ein Hochformatbild, das viel zu groß ist für eure Webseite, denn sonst muss WordPress da das Ganze zusammenschneiden und neu generieren, und das ist ja ein bisschen überflüssig. Aus diesem Grund empfehle ich wirklich, wählt die Größe, die Auflösung auf, die ihr gerne haben möchtet oder die eure Webseite braucht. Also ich gehe jetzt mal hin und ich mache mir mal einfach eine Webseite, ein Bild mit der Größe 1080 auf 1080. Auch das ist für mich jetzt ein bisschen zu groß. Ich sage zwar immer, wenn ihr Quadrate habt und das Bild ist vielleicht nur so ganz klein, dann reicht so 500 mal 500 oder 600 mal 600 Pixel. Aber ja, es gibt dann immer, die machen es wirklich extrem groß, damit sie damit arbeiten können, und das ist ja eigentlich okay. Ich mache jetzt mal hier kurz ein Bild. Ich habe hier mal vor langer Zeit mal diesen Hintergrund generiert. So, ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz, ganz einfach. Also ich habe jetzt hier ein Bild. Vielleicht mache ich hier noch einen Text rein. Ja, genau, könnten wir noch hier sowas machen. Das könnte man rauslöschen. So. Also ihr habt jetzt hier ein Bild vorbereitet, ganz normal, so wie ihr das immer macht. Und jetzt kann man das Ganze auch herunterladen. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Also ich gehe jetzt hin, ich gehe jetzt hier auf Teilen und habe dann hier unten auf Download. Denkt daran, ich habe hier den gratis Canva-Account. Wer Premium hat, der wird mehr Funktion haben. Und jetzt seht ihr hier sehr schön, als erstes kommt PNG empfohlen mit der Größe und dann kann man es herunterladen. Ja, und das ist der Fehler, den viele machen. Sie laden dann das herunter und dann ist eben so ein PNG-Bild ziemlich schnell mal ein paar hundert Kilobyte oder sogar ein paar hundert Megabyte groß. Jetzt müsst ihr hier bei diesem Drop-Down-Menü auf JPEG umstellen. Und jetzt seht ihr dann sehr schnell, wer Premium hat, der kann hier das natürlich noch weiter reduzieren. Ich würde das dann wirklich so auf 60% reduzieren. Das ist eigentlich nur die Qualität. Ihr merkt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen 60 und 80. Man merkt es einfach an der Größe eines einer Bilddatei. Ja, und dann könnt ihr es einfach herunterladen. Ja, und jetzt ist die Datei heruntergeladen worden und jetzt können wir uns mal kurz anschauen. Also wie ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt hier kurz einen Demo-Mode aktiviert, damit ihr hier den ganzen Bildschirm sehen könnt. Ich habe jetzt hier zwei Bilder heruntergeladen. Hier ist mal das Hello PNG-File. So sieht das aus und ihr seht es, es ist 1,9 Megabyte groß. Wenn ich es aber mit JPEG mache, ihr seht es hier, dann ist es nur noch 195 Kilobyte groß. Also denkt daran, wenn ihr ein Bild macht, nehmt nicht das PNG-File, wie es empfohlen worden ist, sondern macht es mit JPEG, denn damit ist es ja ein Zehntel so groß wie mit einem PNG und ihr habt dann viel weniger Probleme, Ladezeitprobleme in eurer Webseite. So, jetzt
Wisst ihr, eine Empfehlung bei Canva bedeutet nicht unbedingt, dass es eine gute Empfehlung ist. Aus diesem Grund schaltet immer um oben auf JPEG und dann könnt ihr das Ganze reduzieren. Und wer natürlich Premium hat, der kann die Größe oder die Qualität so einstellen, so auf 60% drunter drehen, dann ist das Bild noch viel kleiner. Ja, wenn du noch eine Frage hast zu Canva, dann kannst du sie mir unten in die Kommentare schreiben. Gebt meinem Video hoffentlich einen Daumen hoch, teilt mein Video, teilt meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.